Das Atomkraftwerk Neckarwestheim 1, seit 1976 am Netz, gehört zu den 7 ältesten Atomanlagen in Deutschland. Und die sollen laut Moratorium der Bundesregierung für 3 Monate abgeschaltet werden. Neckarwestheim angeblich sogar für immer. Und das sind alle Anlagen, die jetzt vom Netz genommen werden sollen. Brunsbüttel, Unterweser, Biblis A und Biblis B, Philipsburg 1, Neckarwestheim 1 und Isar 1. Dazu bleibt das Pannenkraftwerk Krümmel weiter abgeschaltet. Einfach auf die Leistung von 8 der 17 Atomkraftwerke verzichten, wird dadurch die sichere Stromversorgung in Deutschland riskiert? Die Antwort ist einfach und klar, sie heißt nein. Denn die 8 Atomfabriken, um die es jetzt geht, liefern gerade einmal 7% zur gesamten deutschen Stromerzeugung, ein verzichtbarer Anteil. Denn Strom gibt es hierzulande im Überfluss. Der Exportweltmeister für Strom heißt Deutschland. 7% des produzierten Stroms wurden 2010 ins Ausland verkauft. 7%? Das ist genau die Strommenge der AKWs, die jetzt vom Netz sollen. Aber was wäre, wenn Deutschland nicht nur 8, sondern alle 17 Atomkraftwerke stilllegen würde? Zusammen haben sie einen Anteil von 23% an der deutschen Stromproduktion. Zu viel für einen sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie. Technisch wäre der im Jahr 2020 möglich. Doch entscheidend ist der politische Wille. Darüber sprechen wir mit Uwe Lepprich. Er ist Energieexperte der Uni Saarbrücken und leitet das Institut für Zukunftsenergiesysteme. Guten Morgen, Herr Lepprich. Guten Morgen, Frau Planken. Sagen Sie, glauben Sie, dass die Politik jetzt dazugelernt hat und diesen Willen an den Tag legt? Das glaube ich schon. Also die Erfahrungen in Japan sind ja einzigartig gewesen, dass so ein Hightech-Land solchen Unfall nicht beherrscht. Hat hier, glaube ich, niemand erwartet. Also insofern glaube ich schon, dass ein sehr starkes Umdenken jetzt stattfindet und man Konsequenzen ziehen wird. Glauben Sie dann auch, dass einige der Meiler über diese 3-Monats-Frist hinaus abgeschaltet bleiben oder wird das dann erst später kommen? Also ich gehe davon aus, dass alle abgeschaltet bleiben, weil man wird ja sehr gründlich untersuchen, wie sind die Kraftwerke ausgelegt, wie müsste eine Nachrüstung aussehen. Nachrüstungen sind teuer bei diesen Kraftwerken, sodass ich davon ausgehe, dass auch ökonomisch sich das im Grunde eigentlich bei diesen Meilern nicht mehr lohnt. Bleiben wir bei der Ökonomie, wenn Sie das gerade schon ansprechen. Eigentlich sagen die Experten, der Strom wird durch diesen Ausstieg aus dem Ausstieg nicht teurer. Aber die Energiekonzerne haben jetzt schon angekündigt, da wird was auf euch zukommen. Ist das realistisch oder ist das nur Angstmacherei? Also wenn man die Fundamentaldaten sich anguckt, kann der Strom eigentlich kaum teurer werden, weil die Kernkraftwerke sind nicht preissetzend an der Strombörse. Das sind die Kohlekraftwerke. Die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke wird sich leicht verschieben. Aber also im Grunde ist da kein dramatischer Strompreisanstieg zu erwarten. Und wenn der passieren sollte an der Börse, muss man noch mal genauer hingucken, ob nicht vielleicht auch die Marktmacht der Energiekonzerne da eine Rolle spielt. Kann dann die Bundesregierung da was gegen tun? Ja, ich meine, wir haben das Bundeskartellamt, die ja schon sehr sorgfältig hingucken, was passiert an der Strombörse. Es wird eine Markttransparenzstelle geben. Herr Oettinger hat in Vorbereitung eine Richtlinie für Markttransparenz. Also ich gehe davon aus, dass Mogeleien an der Strombörse in Zukunft sehr viel schwieriger sein werden als in der Vergangenheit. Vielleicht versucht es die Atomwirtschaft auch mit Argumenten. Eins ist immer wieder, die CO2-Emissionen sollen runtergefahren werden und Atomkraft sei eben besonders CO2-sparend. Was sagen Sie zu dem Argument? Ja, zum einen haben wir im Rahmen des europäischen Emissionshandels einen Deckel, der nicht überschritten werden darf. Ob jetzt mit oder ohne Atomkraftwerke, spielt da keine Rolle. Natürlich müssen wir zusätzliche Anstrengungen unternehmen, aber die haben wir uns ja auch vorgenommen in Deutschland. Wir wollen den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung insbesondere vorantreiben und den Anteil verdoppeln bis zum Jahre 2020. Das sind diese kleinen dezentralen Anlagen, die mit sehr hohen Wirkungsgraden die Energie umwandeln. Wir werden vielleicht bei den erneuerbaren Energien noch ein bisschen ehrgeiziger sein müssen jetzt. Also insofern sind das alles Maßnahmen, die sind schon angedacht, die sind im Grunde auch beschlossen, muss ich jetzt wirklich umsetzen. Bei der Umsetzung gibt es auch immer wieder Probleme, wenn es um diese Hochenergieleitungen geht, die möglichst viel regenerative Energien ins Netz leiten sollen. Da gibt es auch viele Proteste. Werden wir uns darauf umstellen müssen und sagen müssen, also wenn wir ein Land ohne Kernenergie haben wollen, möglichst schnell, dann müssen wir aber auch umgekehrt damit auskommen und damit leben, dass so große Leitungen und Eingriffe dann da in die Natur stattfinden?
Also wir brauchen eine Infrastruktur, wir brauchen einen Netzausbau, das ist unbestritten, weil erneuerbare Energien sind nun mal nicht gleich verteilt in Deutschland, sondern doch sehr stark im Norden, was den Wind anbelangt. Ich denke aber auch, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Also wir haben mal untersucht, woran liegt es denn eigentlich, dass die Leitungen bisher so wenig ausgebaut wurden. Und das waren in den wenigsten Fällen ja die Bürgerinitiativen. Das lag an den langen Genehmigungsverfahren, das lag auch an Gesetzesänderungen, es lag auch an Interessen, weil natürlich Übertragungsnetzbetreiber, die eigene Kraftwerke betreiben, vielleicht nicht das ganz große Interesse haben, den Windenergieausbau durch den Ausbau der Leitungen zu beschleunigen. Dankeschön, Uwe Lepprich, Energieexperte der Uni Saarbrücken. Weiter geht's mit Sven.